Herzlich willkommen, tausend beste Form, meine lieben Freunde. Wir sind hier im Ischgl Highbike Test Center und ihr seht, seit 2018 gibt es hier auch Kawasakis. War nicht immer so, Tibor, du bist hier neu bei uns mit dabei. Bis jetzt haben es nur Europäer gehabt, jetzt auch Kawasaki. Und dann wollten wir mal schauen, was kann die Z900 an den rauen Bergen? Hier werden lausige Motorräder und lausige Motorradfahrer gnadenlos entlarvt. Wer ist entlarvt, man, der Tibor oder die Kawasaki? Das schauen wir uns in diesem Video an. Bleibt dran, meine lieben Freunde. Ja, meine lieben Freunde, 9 Videos machen wir hier insgesamt in Ischgl. 9 Naked Bikes von Small bis Big, Monster, Power, Fuhre. Also Kanal abonnieren und bei dem Abo-Button neben auch die Glocke anklicken. Dann werdet ihr immer informiert, wenn wir ein neues Eisen hochschieben. Und Thema hochschieben, hochschossen. Wir sind heute wirklich eine enge Spitzkernstrecke hochgeschossen. Seht sicher gut im Video. Tibor, wie ist da gegangen? Mit dieser Maschine, du sitzt relativ tief drin, 4-Zylinder, relativ schweres Motor im Vergleich zu den anderen, sehr diffizile Kurven. Wie war es für dich, die Z900? Mir hat sie richtig Spaß gemacht, weil es für mich ein Bike ist, was vom Sound her mich extrem abholt. Und die tiefe Sitzposition taugt mir auch. Was wirklich? Das überrascht mich jetzt aber voll. Nein, ist wirklich so. Aber die Fußrasten sind mir zu tief. Aber ich sitze gern tief. Also, Sind zu hoch, meinst du? Entschuldigung, genau. Die Fußrasten sind mir zu hoch, der Sitz ist tief genug. Das heißt, ich sitze schön im Motorrad und der Lenker hat für mich in der Position zum Sitz den perfekten Winkel. Und, Tibor, wir müssen flüchten. Müssen wir flüchten? Ja, weil die Kamera ist in Arsch, die kostet ein Vermögen. Ist ja okay. 4K neu. Ja, rein mit uns. Boah, jetzt f***t das richtig. Alle schieren Leute aus dem Bild, bitte. Also bist du noch da? Ich muss raus. Nein, weißt du. Ich muss weg. Ja, Burschen, Burschen und Mädels, jetzt haben wir echt flüchten müssen. Zum Glück die Ausfahrt heute nur zu 2% im Regen, aber jetzt geht's Gas. 2%? 2% war Regen heute, oder? Naja, also, es war mein erster Regentag. Kann das Bier Flaschengeklimper im Hintergrund bitte ein Ende nehmen. Das ist eine Katastrophe. Es war mein erster Regentag und Conor hat mir gesagt, dass ich eine Jacke mitnehmen muss. Du hast mir wirklich vom Regen in die Traufe. Gelochtes Leder in den Alpen ist immer super, vor allem wenn es regnet, Tibor, dass immer, dass du ein harter Bursche bist. Apropos harter Bursche, wir haben vorher, als wir noch draußen waren, gesprochen, dass die Sitzposition überraschend gut war und ich glaube, das ist die ärgste Peinigung für dich, weil du drinnen sitzt. Ja, aber was ich gerne mag, ist, dass ich tief sitze. Was ich mir wünschen würde, ist, dass die Fußraste ein bisschen tiefer wäre. Ja, dann schreibst du die ganze Zeit. Ich sag ja, aber nur dieses tiefe Sitzen fühlt sich gut an. Also wenn jemand kleiner ist als ich, dann hat er mit diesem Motorrad einen richtigen Spaß. Wenn ich jetzt einen Gashahn aufmache, ich habe vorher versucht, bei den Jungs hinten dran zu bleiben und dann habe ich in der Onenkurve einen Krampf gekriegt, dann musste ich halt abbrechen. Also ich muss jetzt sagen, dass ich einen Krampf gekriegt habe. Der Chef lacht, aber ich musste abbrechen. Ja, gescheißen. Burschen, schaut's her, dass ihr mal wisst, was los war. Der Fauli und ich haben sie am Reschenpass drauf richtig krachen lassen. Also die Knieschleife haben gestunken nach verbrenntem Plastik. Kein Theater. Und der Tibor war nirgends auf einmal. Und dann kommt er drauf, ich habe einen Krampf im Haxen gehabt. Bin ich echt gespannt, wie Sie das seht. Ist ein Geschichteldrucker oder nicht? Nein, aber wieso zeigt mir denn keiner, wie man halt das Knie runterbringt? Ich komme ja nur vom Supermotor. Deswegen, du musst da andere Ausreden überlegen, Alter. Das mit dem Krampf, ich habe wirklich keinen Krampf gekriegt, weil das einfach zu klar ist. Aber weißt du, was schön ist? Wenn du nämlich fährst von der Sitzhöhe, dann legst du einfach die Unterschenkel einfach auf die Fußrasten. Ja, das war auch mächtig. Tibor kann nicht das Knie rausstrecken, ich meine, das kann jeder. Er hat mit der Cover so die Haxen rausgestreckt und ist um die Hecken gefahren mit 160. Naja, ist ein bisschen komisch. Aber apropos komisch,
Was war denn lustig in dem Fahrzeug? Was ich wirklich mag an der Carver ist, dass ich beide trotz mechanischer Kupplung, dass ich die Hebelweite einstellen kann. Ich mag den Winkel, also die Kröpfung des Lenkers nach hinten und nach oben. Das heißt, für mich ist das eine perfekte Einstellung. Wer damit nicht zurechtkommt, wer zum Beispiel einen unterschiedlich langen Oberkörper hat oder auch unterschiedliche Schulterbreiten, nehmt mal einen Schraubenschlüssel in die Hand und dreht ein bisschen am Lenker und dann macht dieses Bike richtig Spaß. Den Sound finde ich mega geil. 14-Liter Sound. Leiband. Und jetzt muss ich wegglimpseln, dann holen wir mal den Fauli her, der soll uns sagen, was da drin steckt. Ich bin jetzt weg. Ja. Ein Flasher. Fauli, ist da was im Regen draußen, oder? Was du dir mit den Bierflaschen gescheppert hast? Nein, ich war noch am Pissoir, das Highback Testcenter. Okay, Cut. Du hast dich gerade über die Fakten vorbereitet, oder? Nein, ich war wirklich. Und man muss dazu sagen, ich habe mich im Pissoir verschanzen können, wo man mit einer grünen Taste öffnet und mit einer grünen Taste dann von innen auch wieder öffnet. Ein Hightech-Pissoir, falls das wen interessiert. Kommt jetzt irgendwann eine Pointe? Highback Test Center hat ein Hightech-Pissoir, das wollte ich nur sagen. Ja, absoluter Tiefpunkt der, absoluter Tiefpunkt der 1000 PS-Videoserie aus dem Highback Test Center ist so immer erreicht worden. Fakten voll, klären Sie mal auf, was steckt da drinnen, was steckt da dran, wie viel Kilo hat die Z900? Also, was steckt drinnen? Ein Vierzylinder-Reihenmotor steckt drinnen. Das ist einmal schon was ganz anderes, als wir heute gefahren sind. Für mich persönlich auch das einzig richtige klassische Naked-Bike, auch von der Sitzposition her. Aber dazu später. Dieser Reihenvierer hat 125 PS bei 9.500 Umdrehungen und Drehmoment in dem Fall schon sehr wichtig, 98,6 bei 7.700. Ist damit führend? Schon, oder? Führend und... Bei den kleineren, also Mittelklasse. Aber kratzt an den 100 Newtonmeter Drehmoment. Und ich finde, man spürt das auch, aber was mich besonders positiv überrascht, aber das sage ich eh bei jedem Test von der Z900, auch Z900 RS, die ja den gleichen Motor hat mit weniger Leistung und sogar noch ein bisschen früher das Drehmoment, aber das ist ein Vierzylinder-Motor, der richtig lärmend ist. Also wenn wer auf diese Seidige steht und aber trotzdem Punch von unten, weißt du, ein Vierzylinder kann ja auch irgendwie von unten oder mal gar nichts haben, aber der geht von unten einigermaßen und in der Mitte dann schon richtig gut und oben raus auch. Also es ist schon das sanfteste und eben von der Sitzposition her meiner Meinung nach auch das einzige richtig klassische Naked-Bike. Was weiß ich, diese XSR 900 Yamaha, die hat schon ein bisschen eine supermotomäßige Sitzposition mit dem hohen Lenker und so. Die KTM ja auch, die 690er Typ sowieso. Und da sitzt man ein bisschen drinnen, 795 mm Sitzhöhe. Und wer das mag, mit einem Motorrad verbunden zu sein und sozusagen drinnen zu sitzen, dem muss es irrsinnig taugen. Der Kniewinkel ist dadurch natürlich ein bisschen anstrengender, sage ich mal. Aber wenn man so kurze Haxeln hat wie ich, ist es auch okay. Du hast Gewicht auch angesprochen, 210 Kilo fahrfertig. Da sind wir natürlich schon ein bisschen über den anderen. Also dafür die Federelemente, Zugstufe und Federvorspannung vorne und hinten einstellbar. Das haben die anderen nicht. Also es ist schon diese Z900 knapp an der Oberklasse dran bei der Ausstattung. Allerdings typisch KTM, weil die Z1000 hat ja auch nichts außer ABS. Kawasaki. Was habe ich gesagt? Wurscht. Die Z. KTM. Entschuldigung, ich bin ein bisschen verwirrt. Die Z900. Was ist mit den Bierflaschen da hinten gewesen? Die sind halt alle leer gewesen schon. Die Z1000 hat ja nichts außer ABS und auch die Z900 hat nichts außer ABS, keine Traktionskontrolle, nichts. Aber dadurch, dass dieser Vierzylinder so seidig und leiwand ans Gas geht, also mir hat es gut gefallen. Gefallen ist relativ, weil die Optik finde ich nicht so, aber das ist Geschmackssache. Mir taugt das jetzt nicht so. Es ist so ein bisschen zerklüftet, aber nicht Fisch und nicht Fleisch. Und am meisten bekrittel ich dieses Grün des Rahmens. Da sagen viele, dass das Urleihen ist, aber das ist nicht das Covergrün. Okay. Das muss ein Stechen. Das hast du in 20 Videos schon gesagt, Faktenfolli. Ja, das stimmt. Ja. Du hast vorher was gesagt, dieses schöne Integriertsein in das Fahrzeug, da möchte ich noch drauf einsteigen. Schön Integriertsein ist ein super Stichwort, weil dieses Fahrzeug, für das, wie groß, wie brutal sie aussieht, ist ein bisschen eine Textbildschere, glaube ich, sagt man oft in redaktionellen Dingen. Dieses Fahrzeug fährt doch anders. Was ist heute? Das stimmt. Er hat Lachdeppert hinten in der Kamera. Das ist eine Textbildschere, weil
die Kawasaki anders fährt, als sie aussieht. Sie ist nicht so aggressiv, wie sie aussieht. Sie hat einfache Bedienelemente, Kupplung ist federleicht zu bedienen. Ja? Der Motor wunderbar harmonisch zu dosieren. Also meine Lieben, traut euch drüber. Die Maschine ist fast eine Tausender, hat richtig viel Schmalz, richtig viel Power, fährt richtig leiwand, aber trotzdem sehr einfach zu fahren. Und da muss ich sagen, ganz toll hinbekommen, Kawasaki. Muss ich mich auch einreihen, das werden die anderen auch noch sagen, Kniewinkel ist auf langen Touren ein Problem. Der Rest ein mörderleiberndes Nakedback. Und jetzt bin ich aber echt gespannt, was der Mädels mit seinen 2,97 Meter sagt zu dem Maschinchen. Blinzel dich weg, Faktenfolge. Also großartige Textbildschere wollte ich noch sagen. Jetzt ist er da, Wahnsinn, wie schnell es geht. Die Z900 haben wir schon oft im Test gehabt und es ist immer wieder natürlich angesprochen worden, ganz toll integrierte Sitzposition. Aber natürlich immer groß ist ein bisschen eine Herausforderung. Wie ging es dir im Sattel? Hier in den Alpen, 500 Kilometer, wir haben durchgetauscht. Wie war es in der Z900? Also ich muss sagen, so die ersten Erfahrungen mit dem Bike war wirklich, sie ist einfach zu fahren. Sie ist, hat eine schöne Leistungsentfaltung. Aber ich bin einfach nicht zurechtgekommen mit der Sitzposition. Also der Abstand zwischen Fußraste und Sitz war für mich definitiv zu klein. Also, zu viel Fleisch dafür, oder? Ja, also da muss ich zum ersten Mal wirklich sagen, ich bin sehr nicht gern gefahren, weil das war für mich wirklich grenzwertig. Wie waren die Wheelies? Gar nicht. Also ich habe mich irgendwie nicht wohl gefühlt. Ich glaube, das lag halt einfach an der Größe. Irgendwo ist bei mir dann auch einfach eine Grenze, wo ich sage, ich kann mich viel anpassen und so, aber irgendwie habe ich mich auf der jetzt einfach nicht wohlfühlen können, weil einfach mein Kniewinkel so krass war. So lange stellst du. Ja, also ich bin halt einfach so groß. Aber da habe ich es wirklich krass gemerkt. Ich dachte eigentlich auch, dass ich es bei den anderen Motorrädern auch so merken werde. Aber bei ihr war es wirklich so, dass ich sage, ich habe mich einfach nicht so richtig reinfühlen können, weil ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Motorleistung war super, als ich gefahren bin. Es ging schon, es war okay, aber ich habe sofort gemerkt, also die kann ich jetzt nicht länger als eine halbe Stunde fahren, weil dann tut mir alles weh. Gnadenlos ehrlich, so ist es, wenn man groß ist, kann man sie nur fahren mit der hohen Sitzbank. Für mich verliert es dann ein bisschen von diesem integrierten Charakter. Ich persönlich finde es auch, Sitzbank ist ein bisschen heftig. Ich würde sie aber, bin mir nicht sicher, ob ich mit der großen Sitzbank nehmen würde. Aber ein absoluter Mega-Geheimtipp, wenn man, ich sage mal so, bis 1,78, 1,80 vielleicht ist, die Z900. Was ja? Ich aber sagen muss, die Optik ist gut gelungen. Ja, siehst du, der Mann hat Geschmack, Alter. Ich habe es gewusst, mir taugt es nämlich auch voll, schaut mörderisch aus. Mädels, jetzt hol noch die Juliane her, die ist fast genauso groß wie du, nur einen halben Meter kleiner. Blinzel dich mal weg, Meister. Juliane, die einzige Frau auf Instagram, die ich kenne, die auch Motorrad fährt, das sieht man an den Haaren, das sollte jetzt eigentlich ein Kompliment sein, es ist aber dann doch wieder ein Negativ-Kompliment, weil es endet immer in ein Negativ. Ich bin pitschnass, ja. Meine Haare, ja. Also ich habe es nicht so einfach mit der Käppi. Ja. Ich hatte früher auch mal lange Haare, aber das ist nichts zum Motorradfahren, du wirst das auch noch abschneiden, wenn du länger dabei bist. Ich meine, die Geschichte mit den Mädels auf Reisen wegen Nirvana-Fans und so. Wegen Nirvana-Fans, aber jetzt, das ist schon wirklich lange her, das brauchen wir jetzt nicht aufwärmen. 1,69 bist du groß, ja. Da muss ja die Z900, die ganz, ganz viele Pluspunkte hat und für die anderen nur einen Minuspunkt mit der Sitzhöhe, muss ja für dich ein Traumgerät sein, oder wie ist das? Ist sie auch, ganz ehrlich. Ist sie wirklich. Also da setzt du dich drauf und fühlst dich wohl. Es ist wirklich so, du fühlst dich sehr integriert ins Fahrzeug, lässt sich super einlenken, ist ganz einfach vom Handling her. Fühlt sich vom Handling eben nicht an wie eine 900er, sondern eher wie eine 600er. Ist aber dann natürlich extrem leistungsstark mit den 125 PS. Ist die stärkste, glaube ich, die wir heute dabei hatten. Und das merkt man auch, ist aber trotzdem extrem harmonisch. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Und ja. Ja, sie ist auch die schwerste, die wir heute gefahren sind. Jetzt sind wir auch in den engen Spitzkernen. Hat es passt trotzdem, oder? Hat super gepasst, das merkst du nicht. Also ich habe es nicht gemerkt, dass es die schwerste ist. Und außerdem hat sie 17 Liter Tank. Das heißt, du kommst auch am weitesten. Und das stimmt, ja. Von allen, die wir dabei hatten, hat sie den größten Tank. Ja, muss man sagen. Also bei den anderen war schon mächtig am Blinken. Die Kawa ist immer noch gefahren. So ist es ein richtig großes, ausgewachsenes Nakedbike, das aber auch von Leuten, die ein bisschen kleiner sind wie der Mädels, auch einfach zu fahren sind. Also möglicherweise ein Geheimtipp. Traut euch drüber, auch wenn sie aggressiv ausschaut. Sie ist gar nicht so böse, wie sie tut. Sie kann böse fahren, trotzdem aber einfach zu fahren. Mit dieser wichtigen Erkenntnis verabschieden wir uns aus dem regenfesten Highbike Test Center aus Ischgl. 9 Videos hier zu Nakedbikes haben wir gemacht. Bleibt dran beim Kanal, abonnieren, dranbleiben. Jeden Tag hier um 20 Uhr ein weiteres Nakedbike-Video aus den rauen Bergen Tirols.